Die israelische Armee hat am Montag eine palästinensische Schule im besetzten Westjordanland geschlossen. Die Schule befindet sich in der Nähe einer Straße, die israelische Siedler und Soldaten benutzen. Angeblich haben Schüler von der Schule aus Steine geschmissen. Mehrere hundert Kinder und Jugendliche können nun nicht mehr in die Schule gehen. Einer von ihnen ist Musa Rami. Das ist ungerecht, die Schule ist doch zur Bildung da und nicht für Folter oder Krieg. Schüler und Mitarbeiter des Kultusministeriums hatten versucht, die Schließung zu verhindern. Dabei wurden sie von israelischen Soldaten mit Tränengas beschossen. Es ist nicht das erste Mal, dass die Armee gegen die Schüler vorgeht. Seit der Gründung im Jahr 1946 wurde die Schule bereits mehrere Male durchsucht und geschlossen.